wie du mit dem Zauberer von Oz deine Produktideen testest. Darum geht es in diesem Video. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit Jamit Labs. Der Zauberer von Oz bzw. The Wizard of Oz im Englischen ist eine Prototyping-Variante oder Möglichkeit, Methode, wie du Produktideen testen kannst. Und zwar beim Testen geht es uns ja immer darum, schon möglichst früh herauszufinden, ob die Ideen, die wir uns gemacht haben, eben auch am Markt funktionieren und wir nicht über Monate und oder vielleicht sogar Jahre Dinge programmieren, die am Schluss dann kein Nutzer gerne hat. Und eben genau diese Methode ist eine Möglichkeit von sehr vielen. Gerne können wir hier mal noch andere vorstellen. Also wenn dich das interessiert, schreib es doch einfach mal kurz unten in die Kommentare. Dann können wir auch mal andere Methoden vorstellen. Aber beim Wizard of Oz ist es so, dass du im Grunde eine Funktion quasi fakest. Das wurde zum Beispiel von IBM mal gemacht, als es darum ging, eine Spracheingabe quasi zu simulieren oder herauszufinden, ob Nutzer denn überhaupt das spannend finden, wenn sie in ihren Computer was reinsprechen und der Text dann eben geschrieben kommt. Wie wurde das Ganze gemacht? Also es wurde nicht erst aufwendig eben eine Sprache eben entwickelt, die eben diese Erkennung gemacht hat und dann halt eben den Text eben geschrieben hat, sondern im Grunde gab es ein Mikrofon und im anderen Raum nebenan saß jemand, der dieses Mikrofon quasi auf Lautsprechern gehört hat und etwas einfach selbst in den Computer eingetippt hat. Und das, was eingetippt wurde, wurde dann dem Benutzer im anderen Raum angezeigt. Der Benutzer hatte also das Gefühl, er spricht in dieses Mikrofon ein und magisch taucht auf dem Monitor eben genau der Text auf, den er gesagt hat. Also das heißt, ich kann hier wunderbar testen, wie ein Mensch dann eben mit genau dieser Funktion interagiert, ohne dass ich es eben komplex bauen muss. Das ist ein Beispiel, das es hier gibt. Das Ganze kann zum Beispiel heutzutage auch für Chatbots oder Ähnliches, kann ich auch relativ einfach, ohne dass ich eine komplette oder komplexe KI bauen muss, kann ich eben Chatbots auch so testen, dass ich quasi ein Mensch macht eine Eingabe. Ich habe auf der anderen Seite quasi auch einen Mensch sitzen, der das Ganze liest und einfach nur beantwortet und die Nachricht dann zurückgeht. Dann fühlt sich das für den Benutzer genauso nach einer automatischen Nachricht an und ich kann eben mein Verhalten so testen. Es gibt hier verschiedenste Ideen, wie man kreativ werden kann, was man testen kann. Es geht sowohl im Digitalen als auch im Analogen. Also ich kann hier verschiedenste Dinge machen. Es kommt natürlich immer im Grunde darauf an, was möchte ich denn gerne vertesten. Für dich sollte das im Grunde einfach mal eine kleine Anregung sein. Wie gesagt, wir sind sehr, sehr große Freunde von Funktionen vertesten, weil unser Ziel eigentlich immer ist, am Schluss ein Produkt auf den Markt zu bringen, das von Anfang an funktioniert. Und da ist, selbst wenn man mit mehreren Menschen oder mehreren Hirnen daran überlegt, ist es einfach viel praktischer, wenn man eben die Nutzer auch mit einbezieht und hier ein Gefühl für bekommt, wird es dann angenommen oder nicht. Daher eben testen sehr, sehr wichtig. Und das war eine von verschiedenen Testmöglichkeiten, die ich dir einfach hier mal mitgeben wollte und wünsche dir einfach viel Spaß beim Kreativwerden. Denk dir verschiedene Szenarien aus. Wenn du möchtest, kannst du uns gerne auch Feedback geben oder Rückfragen stellen, wie das Ganze denn abläuft. Am einfachsten im Grunde entweder hier in den Kommentaren oder du schreibst uns auf Instagram. Da können wir das ein bisschen anonymer machen, nicht in der Öffentlichkeit. Da sind wir unter jamitlabs.apps zu finden. Schreib uns einfach und dann können wir hier in den Dialog gehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Kreativwerden. Es macht Riesenspaß, diese verschiedenen Dinge mal durchzugehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video auf dem Kanal. Natürlich abonnieren nicht vergessen, gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.